Hallo, liebe Hobbits, Menschen, Elben und Zwerge, zur nächsten Folge von Let's Bit Mittelerde. Yay! Folge am Sonntag, Sonntagsfolge. Ja, wir sind dabei und wir werden weiter kurz noch zu Ende Holz farmen. Das, was wir in der letzten Folge nicht mehr ganz geschafft haben, um dann unseren Baum etwas aufzufrischen, zu erhellen, ein bisschen schöner zu gestalten. So. So. Nebenbei wird noch die Folge rendern von gestern. Ich nehme jetzt alles am Stück auf, weil ich auch die nächste Woche wieder erst am Freitag frei habe. Yippie, yippie. So, dann gucken wir mal hier. Dann, ja. Warum seid ihr eigentlich alle hier draußen? Stopp. Und du auch, weißes Mäh-Mäh. So. Geht's mal hier weiter. Einige Bäume sind schon, okay. So. So. Oben nach unten zu bauen, das ist bestimmt auch ganz toll. Ein Apfel. So. Zack. Okay, also. Ich würde sagen, das reicht ja eigentlich schon fast erstmal. Wir haben ja schon wieder krassen Stack zusammen über einen Stack. Dann würde ich sagen, pflanze ich eben noch mal hier ganz kurz nach. Damit uns da nicht hier irgendwann mal die Holzquelle versiegt. So. Und dann gehen wir rüber zum Bäumchen. Und bauen da mal ein bisschen weiter. So, kurz richtig hinsetzen hier. So. Zack, 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 zack. So, noch, ups, du nicht. Hier noch einen. Alle abgedeckt. Ja, sieht gut aus. Alles klar, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Das Laub müssen wir uns auch irgendwann mal noch abfräsen hier. Bei der nächsten Fuhre am besten. Weil unser Baum kann ja nicht nur nagelisch bleiben, der braucht ja vielleicht auch ein paar Blätter. So. Dann hole ich mal noch das Holz von unten. Wir haben ja in den letzten Folgen ja schon mal ein bisschen was gefarmt gehabt zwischendurch. So. Und zwar hatte ich hier, genau, da habe ich die Saplings drin. So. Da ein bisschen haben wir schon was gefarmt hier, Leute. Also das nimmt, ne, jetzt ist zwar die Kiste wieder leer, aber die füllt sich auch irgendwann wieder. So. Dann unnötigen Ballast nehmen wir nicht mit. Noch eine Axt sollten wir vielleicht mitnehmen. Für den Falle, dass unsere jetzt kaputt gehen sollte bald. Wovon ich auch mal langsam ausgehe. Na. Himmel, ach, schon zwirn. So.
Upsala. Oh, da haben wir noch genau 3 Eisen. Cool. So, dann packen wir den Bogen hier erstmal wieder rein. Den brauchen wir erstmal nicht. Sticks und das war's. Den Rest nehmen wir mit nach oben. Ins Bett müssen wir uns auch nochmal legen. Sehr gut. Zack. Komm schon. Kurz rein. Oh, die Küche müssen wir noch einrichten, genau. Ich sollte wirklich eine Liste anlegen. Moment, hier kommt rohes Fleisch rein. Da ist das Äpfelchen und weiter geht's. So. Alles klar. So, und zwar das Ding da oben muss weg. Und wir nehmen noch eine Schicht ungefähr nochmal ab vom Baum. Erstmal der Ast kommt wieder weg. Das kriegen wir auch schöner hin. Okay. So. Ups, lapp. Zeug, wie ja, ey, krass. Gut, dann so, mal gucken. Also eine Schicht würde ich doch ganz gerne noch mal abnehmen, glaube ich. Ach, fick die Henne. Mann. Habe ich aber auch Scheiße gebaut hier, ne? Okay, und zwar mal gucken, ob er das hier geht auf jeden Fall weg. Was klappt denn hier so die ganze Zeit? Das nehmen wir auch nochmal ab hier. So. Bisschen Holz liegt da, ein bisschen liegt überall rum, ist ringsherum verstreut, ist okay. So, und zwar würde ich... Alter, jetzt reicht's langsam. Okay. Sollte ich mir was zum Fliegen besorgen oder so. Okay, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Und zwar ist das ja eigentlich so, dass ein Baum, sage ich jetzt mal, eine Krone hat. Und die Krone besteht daraus, dass sich mehrere Äste oder Zweige in dem Sinne, Äste, ja doch Äste, Zweige sind die kleinen, Äste sind die großen, dass mehrere Äste sich dann so leicht
ja, ich sag mal so leicht V-förmig, in sämtliche Richtung verstreuen. Die Frage ist, wie mache ich das denn hier am besten? Und zwar hatte ich erst gedacht, wir könnten ja rein theoretisch das so machen, dass wir hier so eine Art Plattform haben und hier dann wirklich der Baum so auseinander geht. Ja. Moment. Ja, eigentlich. Nee, andersrum. Moment. Hier eine. Dann hier zwei. Hier so drei ähnlich. Ja, dass du hier so. Ja, sieht jetzt auch wieder blöd aus. Wie soll ich das denn erklären? Ja, wobei der Baum auch ziemlich breit ist, ne? Stelle ich gerade fest. Der Baum ist ziemlich breit. Wenn man einen Baum von der Breite hat und dann versucht ihn. Oh, scheiße, wie hatte ich das denn nochmal vorgebaut gehabt? Doch, genau. Moment. Ja, so hier. Das schon wieder viel zu kompliziert gesehen jetzt hier. So. Und zwar, dass der jetzt so leicht V-förmig auseinander geht. Moment. Hoppala. Aber dann auch in alle Richtungen. Dann haben wir hier in der Mitte zwar so eine Plattform, aber das ist ja im Prinzip auch egal. Weil die Plattform sieht nachher sowieso keiner mehr. So, und hier müssen wir dann später diese Schicht hier noch abnehmen wieder. Hätte ich vielleicht mit Erde mitnehmen sollen, ha? Na gut, hinterher, ich meine immer schlauer. So, und zwar haben wir jetzt hier quasi die Anfangsäste. Und zwar, dass man dann hier noch eine Schicht höher baut. Ja, das sieht dann so aus wie so eine Art Wände. Allerdings werden hier halt auch noch so kleine Zweige mit reingerutschen. Beziehungsweise sieht man die dann auch wirklich, also diese Sachen hier sieht man eigentlich später gar nicht mehr durch die Laubsachen, die wir dann da so haben. Ja, würde ich sagen. Ja, doch, müsste eigentlich so passen, ne? Ja, Bäume nachzubauen ist immer so ein bisschen so eine leichte Sache, ne? Vielleicht hätte man erstmal die Infrastruktur ringsherum machen sollen. Vielleicht machen wir das auch. Weil wir haben ja. Ich habe ja noch ein bisschen was vor. Und ja noch einen Special Guest mit einladen hier. So. Dass wir dann erstmal vielleicht doch was anderes noch mit vorziehen.
Damit der Kollege hier auch noch mit dran machen kann. Oder die Kollegin. Wer weiß. So. Zack. Na gut, meine Freunde. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß und alles Gute. Und ja, wir sehen uns. Euer Steinchen. Tschüss.